Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da sich der Februar langsam aber sicher dem Ende neigt, wird es Zeit, einen Blick auf meine Neuzugänge aus diesem Monat zu werfen. Ich habe im Februar 10 neue Bücher bei mir einziehen lassen, was genau die Hälfte von dem ist, was ich so im Januar hatte. Da hatte ich ja so meinen XXL-Lesemonat. Im Februar habe ich mich jetzt ein bisschen zurückgehalten. Nichtsdestotrotz sind wirklich gute Bücher bei mir eingezogen. Einen Teil habe ich sogar schon gelesen und auf den anderen Teil freue ich mich wirklich noch sehr. Und irgendwas wollte ich gerade noch zu meinem Büchermenge sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich denke, es war nicht wichtig, sonst wäre es mir eingefallen. Auf jeden Fall sind 10 Bücher bei mir eingezogen, darunter auch viele Fortsetzungen und die möchte ich euch jetzt alle zeigen. Da ich im Januar Herz aus Glas von Katrin Lange gelesen habe und hin und weg war, war für mich ja schnell klar, dass ich ganz, ganz dringend den zweiten Teil brauche. Und genau dieser durfte bei mir einziehen, nämlich Herz in Scherben von Katrin Lange, die Fortsetzung, auf die ich wirklich schon sehr, sehr gespannt bin. Und ich bin so begeistert. Ich habe dieses Buch nämlich bei Amazon bestellt als gebrauchtes Buch. Und das ist das erste Mal, dass ich mir da gebraucht halt Buch bestellt habe. Und ich hatte echt so ein bisschen Angst, aber dieses Buch ist in einem einwandfreien Zustand und es ist ungelesen. Den einzigen Makel, den es hat, ist ein winziges, kleines blaues M, was kaum auffällt. Es sollte vielleicht mal der Ansatz eines Mängelexemplarstempels sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ist es in einem einwandfreien Zustand, was mich sehr glücklich macht. Aber zu dem Buch an sich, hier geht es um, wie heißt sie nochmal gleich? Tudum. Juli, die im ersten Teil mit ihrem Vater die Ferien auf einer Insel verbringt, bei dem Verleger ihres Vaters. Und dieser Verleger hat einen Sohn, der vor kurzem seine große Liebe verloren hat. Die ist ja verunglückt. Und Juli soll ihn so ein bisschen ablenken, ihm helfen, darüber hinwegzukommen. Doch sie verliebt sich selbst in David und schwebt dadurch schon bald in Gefahr. Und was das Ganze mit einem Fluch auf sich hat, der angeblich über dieser Insel liegen soll, müsst ihr natürlich selbst herausfinden, indem ihr das Buch lest. Mir hat Teil 1 auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, was halt auch der Grund ist, warum ich jetzt unbedingt Teil 2 haben musste. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt bei mir eingezogen ist. Dann ist bei mir eingezogen das neue Buch von Sarah Shepard, und zwar The Amateurs, wer zuletzt stirbt. Ja, dieses Buch habe ich auch tatsächlich schon gelesen. Es blendet gerade total. Ich weiß nicht, ob ihr das Cover so gut erkennen könnt. Auf jeden Fall ist es bei mir angekommen jetzt im Februar und ich musste es am gleichen Tag noch anfangen. Ich habe es im Prinzip ausgepackt und angefangen zu lesen, weil ich so neugierig auf dieses Buch war. Auch wenn ich von Sarah Shepard noch nichts gelesen habe. Jetzt werde ich auf jeden Fall auch noch weitere Bücher von ihr lesen. In diesem Buch geht es um Erin, die, als sie 11 ist, ihre Schwester verliert. Sie verschwindet einfach und kurze Zeit später wird dann ihre Leiche gefunden. Und die Geschichte, die wir hier lesen, spielt 6 Jahre später. Erin ist inzwischen selbst erwachsen und der Fall ihrer Schwester wurde zu den Akten gelegt, doch Erin will das nicht einfach so hinnehmen, weil er halt ungeklärt ist. Und deswegen postet sie in einem Internetforum einen Hilferuf und ja, hofft, dass ihr jemand Hinweise geben kann. Und kurz darauf stehen ein paar andere Jugendliche vor ihrer Tür und wollen ihr helfen, den Mord an ihrer Schwester aufzuklären. Und damit begeben sie sich aber selbst in Gefahr. Ja, mir das Buch wirklich... Ach so, nee, Moment, das ist ja gar kein Monatsrückblick hier. Ah, ich bin schon so im... Ich wollte euch gerade erzählen, wie mir das Buch gefallen hat. Ich kann euch ja trotzdem kurz sagen, es hat mir gut gefallen. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr meine Rezension anschauen. Ansonsten kommen wir in meinem Monatsrückblick dazu. Es verwirrt mich ein bisschen, wenn ich in meinem Neuzugänge-Video am Ende des Monats Bücher zeige, die ich schon gelesen habe. Dann bin ich so im Monatsrückblick-Modus. Ja, ich fand das Buch auf jeden Fall echt genial. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, guckt in der Rezension vorbei. Dann musste noch ein zweiter Teil ganz unbedingt bei mir einziehen. Und zwar ist es Evolution, der Turm der Gefangenen von Thomas Thiemeyer. Teil 1 habe ich gelesen, irgendwann Ende letzten Jahres, die Stadt der Überlebenden war das. Hat mir wirklich gut gefallen und deswegen habe ich mich sehr auf Teil 2 schon gefreut. Musste ihn direkt jetzt, wo er erschienen ist, auch gleich haben. In Evolution geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Weg nach Amerika sind für einen Austauschjahr, wie auch immer. Und ihr Flugzeug muss dann aber notlanden in Dallas oder Denver. Ich glaube, es war sogar Denver. Auf jeden Fall, als sie dort aussteigen, ja, bietet sich ihnen ein total komisches Bild, weil der Flughafen total verwildert und verwittert ist und die ganze Stadt tatsächlich sogar so aussieht. Und nirgends begegnet ihnen eine Menschenseele und irgendwas stimmt da nicht. Was genau, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand Teil 1 wirklich sehr gut und freue mich jetzt schon sehr auf Teil 2 und bin froh, dass ich ihn zumindest schon mal in meinem Regal habe. Und ja, ha. Dann ist bei mir noch ein Buch eingezogen, was ich auch schon gelesen habe. Und zwar Im Herzen der Zorn von Elizabeth Miles habe ich mir jetzt im Februar gekauft, weil ich es jetzt im Februar in einer Leserunde lesen wollte.
ist die Fortsetzung von Im Herzen die Rache. Ich glaube, ich brauche da nicht mehr allzu viel zuzusagen. Hat mir gut gefallen, war eine gute Fortsetzung, wobei ich sagen muss, dass ich den ersten Teil doch ein bisschen besser fand. Ebenfalls schon gelesen habe ich Witch Hunter, Herz aus Dunkelheit von Virginia Böcker. Der zweite und letzte Teil, soweit ich weiß, der Witch Hunter-Reihe. In Witch Hunter geht es um, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, geht es um Elizabeth, die eine der besten Hexenjägerinnen ist und dann aber plötzlich selbst der Hexerei angeklagt wird und gerettet wird sie ausgerechnet vom größten Magier des Landes. Doch dieser hat sie nicht ganz uneigennützig gerettet. So viel zum Inhalt des ersten Teils. Ich fand den zweiten Teil ebenso wie den ersten wirklich sehr, sehr gut. Mehr dazu gibt es dann im Monatsrückblick. Außerdem bei mir eingezogen ist der letzte Teil einer Reihe und zwar Schwur des Tigers von Colleen Hoop. Dieses Buch habe ich von einer lieben Abonnentin zugesendet gekriegt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich. Ja, sie hatte gesehen, dass ich diese Bücher als Hardcover im Regal stehen habe und dass mir der letzte Teil noch fehlt und sie selbst wollte ihn nicht mehr haben und hat ihn mir deshalb zugeschickt, worüber ich mich echt sehr gefreut habe. Jetzt habe ich diese Reihe komplett, habe den letzten Teil auch als wunderschönes Hardcover. Und ja, muss jetzt unbedingt mal weiterlesen. Ich habe den dritten Teil nämlich noch nicht gelesen. Jetzt habe ich den vierten auch schon gestehen. Das sollte, denke ich mal, ein zusätzlicher Anreiz sein. Der erste Teil heißt Der Kuss des Tigers. Und da geht es um Kelsey, die, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war, auf jeden Fall nach Indien reist irgendwie und dort auf einen jungen Mann trifft, der ein verfluchter Prinz ist und sich deshalb immer wieder in einen Tiger verwandelt. Ich kann es euch gerade leider nicht besser zusammenfassen, aber auf jeden Fall versucht sie dann diesen Fluch zu brechen. Ja, ich mochte die Bücher, die anderen bisher sehr gerne, die ersten beiden. Das Ganze ist immer so eine Art Suche mit verschiedenen Stationen und Aufgaben, die Kelsey erfüllen muss. Mir hat es bisher gut gefallen und ich muss jetzt echt bald mit Teil 3 weitermachen, nachdem Teil 4 jetzt ja hier auch schon in meinem Regal ist. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen, was jetzt auch gerade erst erschienen ist, Ende Januar, und auf das ich echt wahnsinnig neugierig bin. Und zwar ist es Diabolik vom Zorn geküsst von S.J. Kinkhead. Dies ist eine Fantasy-Geschichte. Hier geht es um Nemesis und Tyrus, die sich treffen, was ziemlich gefährlich ist, weil Nemesis ist eine Diabolik, das heißt, sie ist die tödlichste Waffe des gesamten Universums. Wieso auch immer, werde ich wahrscheinlich erst noch lesen. Und Tyrus ist der Thronfolger des Imperiums und ihn würde die Liebe nur schwächen, während sie halt Nemesis vollkommen fremd ist. Aber die beiden treffen aufeinander und genau das darf nicht sein, denn ja, inmitten einer Welt von Intrigen und Machtspielen ist der kleinste Funke Menschlichkeit schon eine große Schwachstelle. Klingt sehr interessant, ich bin echt neugierig, was mich da erwartet. Dieses Buch werde ich zusammen mit der lieben Nina von Ninas Lesezeit im April lesen und ich bin da echt schon sehr, 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 sehr neugierig. Ich glaube, das kann richtig genial werden, dieses Buch, und ich freue mich da wirklich schon sehr drauf. Dann ist ein Buch bei mir eingezogen. Oh, ich bin so hin und weg, dass ich es schon besitze. Und zwar ist es Infernale Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan, der zweite Teil der Infernale-Reihe, der Mitte März erscheint. Und ich besitze ihn schon, denn ich habe ihn als Rätsel-Exemplar bekommen. Und ich habe mich so wahnsinnig drüber gefreut, weil ich es kaum erwarten kann, dieses Buch zu lesen. Und ja, mir hat der erste Teil einfach wahnsinnig gut gefallen. Und von daher, ja, ich werde es direkt am 1. März anfangen. Ganz bestimmt, weil ich bin so neugierig. Ja, in Infernale geht es ja um diese Zukunft, in der das Mördergen identifiziert werden kann und Menschen, die es tragen, also zu potenziellen Mördern werden könnten, werden ausgegrenzt, werden gebrandmarkt und ihr ganzes Leben verändert sich. Und unsere Protagonistin, ja, der passiert halt genau das. Und ja, ich fand den ersten Teil, wie gesagt, wirklich sehr, sehr genial. Und von daher freue ich mich jetzt einfach nur auf den zweiten Teil, auch wenn die Geschichte dann ja schon wieder vorbei ist. Aber ich muss unbedingt wissen, wie das Ganze jetzt ausgeht. Des Weiteren habe ich mir gekauft Night School, denn Wahrheit musst du suchen von CJ Doherty. Ich will nämlich unbedingt jetzt zeitnah mit der Night School-Reihe weitermachen. Dies ist der dritte Teil. Und das Lustige ist, auch den habe ich über Amazon gebraucht gekauft und der ist noch eingeschweißt. Ich dachte, ich falle aus allen Wolken, weil ich so begeistert war, als es bei mir angekommen ist. Den einzigen Makel, den es hat, ist, dass hinten die Folie kaputt gegangen ist. Aber das stört ja keinen Menschen. Ja, ich möchte den jetzt ganz bald lesen, damit ich die Reihe zeitnah jetzt beenden kann innerhalb der nächsten Monate. Und dann möchte ich nämlich unbedingt Secret Fire lesen, aber da ich mir so selbst als Vorsatz genommen habe, nicht mehrere Reihen der gleichen Autorin oder des gleichen Autors anzufangen, auch um dieses, ja, zu vermeiden, dass sich immer mehr angefangene Reihen bei mir ansammeln, habe ich mir das mal so vorgenommen. Und von daher, ja, muss ich Night School natürlich erstmal zu Ende lesen, bevor ich mit Secret Fire weitermache.
Und ja, aus diesem Grund ist Teil 3 jetzt im Februar bei mir eingezogen. Und zu guter Letzt ist bei mir eingezogen von Caitlin Wir zwei in fremden Galaxien aus dem One Verlag. Das ist der erste Teil der Ventura-Saga. Dieses Buch war in der Februar-Box von der Leseflut. Dazu gibt es auch schon ein Unpacking auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Und was hier drin steckt, ist übrigens das Lesezeichen, was auch in dieser Box war. Hier geht es um, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, um... Auf jeden Fall um Leben auf einem Raumschiff und Seren heißt sie genau, ist unsere Protagonistin. Also auf dem Raumschiff ist es auf jeden Fall so, dass es dort dann irgendwann eine Zeremonie gibt, wo die Jugendlichen oder die jetzt Erwachsenen erfahren, ja, welche Aufgabe sie im Schiff zugeteilt bekommen, sprich welchen Beruf und wer ihr Lebenspartner sein soll. Und unsere Protagonistin Seren steht halt vor dieser Zeremonie, aber sie hat ihren große Liebe eigentlich schon gefunden. Doch der ist halt nicht derjenige, der für sie in der Zeremonie ausgewählt wird. Und so hat sie genau zwei Möglichkeiten letztendlich, weil das Schiff, also es bietet sich halt ihr die Möglichkeit, mit ihrer großen Liebe das Schiff zu verlassen, was sie aber auf ja total unbekanntes Gebiet führen würde. Ich finde, das hört sich sehr gut an. Es klingt wie so eine Mischung aus These Broken Stars und die Auswahl, von daher bin ich da sehr neugierig drauf. Es ist ganz klein und süß und ich finde die Farbe total schön und bin echt sehr neugierig drauf und ja, freue mich da schon sehr drauf. Das waren sie auch schon, meine Neuzugänge aus dem Monat Februar. Es tut mir sehr leid, wenn ich da jetzt so ein bisschen durchgehetzt bin, aber mein Akku hat jetzt noch genau 4 Minuten. Ich dachte, es wäre weniger eben, deswegen habe ich so ein bisschen gehetzt, aber letztendlich hätte es wahrscheinlich doch noch gereicht. Aber ja, da es diesmal auch nur 10 Neuzugänge wieder waren, ist das Video ja sowieso nicht so lang. Naja, wie auch immer. Ich finde, es sind richtig tolle Bücher im März bei mir eingezogen, im Februar bei mir eingezogen. Halleluja. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu lesen. Und ein paar habe ich sogar schon gelesen, was ich auch ganz cool finde, dass sie halt nicht so lange auf dem Sub versauern. Welche Bücher sind bei euch im Februar eingezogen? Erzählt es mir gerne. Habt ihr eins der Bücher auch schon gelesen, die ich da gekauft oder teilweise auch schon gelesen habe? Dann erzählt mir gerne eure Meinung dazu. Ansonsten verlinke ich euch natürlich alle Bücher unten in der Infobox. Und die ein oder andere Rezension gibt es ja auch schon auf meinem Kanal. Da könnt ihr gerne euch mal durchklicken. Auch zum Beispiel zum ersten Teil von Evolution habe ich schon eine Rezension hochgeladen. Oder zum ersten Teil von Witch Hunter und zum Herzen die Rache. Also klickt euch da gerne mal durch meine Videos durch. Ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Start dann in den März. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.